Hi Leute, mir ist auch gefallen, dass ich in letzter Zeit ziemlich wenig Zutatenwünsche erfülle. Also andere Wünsche zwar schon, also Flammkuchen zum Beispiel oder Lasagne, aber halt keine Zutatenwünsche, wo ihr euch so ein paar Zutaten gewünscht habt und ich daraus irgendwas kombiniere. Und ja, das liegt vor allem daran, dass ich eine riesige Liste habe von Sachen und Rezepten, die ich gerne als Video machen würde. Und sobald da mal ein Zutatenwunsch reinkommt, gucke ich mir den an und denke, ja, könnte man mal machen. Speichern ihn ab und dann ist das weg. Also, dann vergesse ich das einfach. Ja, das haben sie auch schon eine ganze Menge angesammelt. Und deswegen dachte ich jetzt, will ich mal was dafür tun, dass ich wieder anfange, auch ein paar Zutatenwünsche mehr zu erfüllen. Und dafür habe ich mir hier diese Vegan Box umgestaltet. Ja, vielleicht überarbeite ich das noch. Mal gucken. Ja, da sind jetzt all eure Wünsche drin, die ich auch immer wieder aktualisieren werde. Und da werde ich einfach jedes Mal, wenn ich einen Zutatenwunsch erfüllt habe, werde ich einen neuen Wunsch ziehen und ja, mir den irgendwie an den Kühlschrank heften oder so ähnlich. Und da bleibt er so lange, bis ich den einfach erfüllt habe. Und ich hoffe mal, dass ich mit der Methode das einfach öfter machen werde. So, dann gucken wir doch mal. Da habe ich einen und zwar von Sensorium. Weißt du, was ich total spannend fände? Kokosnuss und Kürbis, da ginge doch bestimmt was, wäre bestimmt spannend. Ja, Sensorium, schauen wir mal. Wahrscheinlich, wenn du das Video siehst, dann ist mir auch irgendwas eingefallen. Ja, mal gucken. Also für euch bis gleich, für mich bis irgendwann. Tschüss. Hi Leute, willkommen zurück. Dass ich den Wunsch jetzt von Sensorium gezogen habe, ist circa eine Woche her. Also scheint das mit der Losbox echt zu funktionieren. Ja, das werde ich jetzt einfach demnächst immer so machen. Und ja, dein Wunsch, Sensorium, das war Kokosnuss und Kürbis. Und ja, da mache ich jetzt ein Kokosnuss-Milchreis draus mit einer Soße aus Kürbis und Mango. Okay, los geht's. Von der Kokosnuss braucht ihr 75 Gramm. Die habe ich hier schon mal geschält und die braune Schale abgemacht. Und wenn ihr jetzt keine ganze Kokosnuss nehmen wollt, dann könnt ihr auch genauso gut einfach Kokosraspeln nehmen oder Kokoschips. So, die schneide ich jetzt erstmal in schmale Streifen und dann in möglichst feine Stückchen. Also vielleicht so. Wenn ihr die natürlich grober haben möchtet, dann könntet ihr auch ein bisschen grober schneiden. Dann braucht ihr eine Bio-Zitrone und von der könnt ihr einfach die Schale abreiben. Dann braucht ihr einen hohen Topf und da könnt ihr 500 Milliliter fettarme Kokosmilch reingeben. Ihr könnt natürlich auch den Kokosnusssaft aus der Kokosnuss selber nehmen. Allerdings wird das wahrscheinlich viel zu wenig sein. Also bräuchtet ihr ein paar Kokosnüsse dafür. Deswegen nehme ich jetzt einfach die fettarme Kokosmilch. Da könnt ihr noch eure Kokosstückchen reingeben. 2 Esslöffel braunen Zucker und die geriebene Zitronenschale. Und das Ganze könnt ihr jetzt erstmal einmal zum Kochen bringen. So, und sobald das Ganze kocht, könnt ihr dann 100 Gramm Milchreis in den Topf geben. Einmal kurz ein bisschen durchrühren, dann auf kleine Flamme schalten, den Topf abdecken und dann so circa 40 bis 45 Minuten quellen lassen und rührt auch ab und an mal um, damit das Ganze nicht anbrennt. Derweil können wir uns um die Soße kümmern. Dafür braucht ihr erstmal eine Mango. Die könnt ihr schon mal schälen. Und von der Mango braucht ihr circa 150 Gramm. Und vom Kürbis braucht ihr ebenso 150 Gramm. Die Mango könnt ihr dann erstmal in feine Streifen schneiden und dann in feine Stückchen. Ebenso wie den Kürbis. Feine Streifen und dann feine Stückchen.
Dann braucht ihr einen weiteren Topf und 3-4 Esslöffel braunen Zucker. Könnt ihr auch schon mal reingeben. Und den lasst ihr jetzt auf höchster Stufe erstmal ein bisschen karamellisieren. So, und sobald es anfängt flüssig zu werden, könnt ihr einen halben Teelöffel Kardamom dazugeben. Den so ein bisschen mit unterrühren. Und kurz darauf könnt ihr das gleich mit 400 ml Wasser ablöschen. Dann kommt noch ein halber Teelöffel Kurkuma dazu. Und da könnt ihr auch euren Kürbis und eure Mango reingeben. Und das Ganze könnt ihr jetzt ungefähr eine halbe Stunde bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Und es sollte dann eigentlich genau im selben Moment fertig sein wie auch der Milchreis. So, das war jetzt eine halbe Stunde und für den Milchreis eine Dreiviertelstunde. Dann könnt ihr erstmal beide Herdplatten ausschalten. Den Milchreis könnt ihr erstmal nochmal abdecken. Und von der Soße gebt ihr jetzt circa die Hälfte in einen hohen Messbecher. Und mit einem Pürierstab könnt ihr das jetzt erstmal schön fein pürieren. Alternativ könnt ihr auch den Pürierstab ein bisschen in den Topf reinhalten und nicht alles durchpürieren, damit ein paar Stückchen bleiben. Aber so ist es halt einfach kontrollierter. Und das Pürierte könnt ihr dann einfach in euren Topf zurückgeben. Dann braucht ihr bloß noch den Saft einer halben Zitrone. Nochmal unterrühren. Und eure Kürbis-Mango-Soße ist fertig. So, und schon habt ihr einen wunderbaren Kokosmilchreis mit Kürbis-Mango-Soße. Ja, mal kosten. Also wirklich super lecker. Die Kürbis-Mango-Soße passt einfach super zu dem Kokosmilchreis. Ist auch so ein kleines bisschen säuerlich. Und das Ganze ist auch wirklich nicht zu süß. Also wenn ihr wirklich auf richtig süßen Milchreis steht, dann solltet ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Zucker reingeben. Aber ja, ich finde, das ist eigentlich so ein gutes Maß, für mich zumindest. Und was mir an dem Kokosmilchreis besonders gefällt, ist die Farbe. Denn wenn ihr mal Milchreis mit Sojamilch gekocht habt, dann werdet ihr wahrscheinlich festgestellt haben, dass das Ganze so ein kleines bisschen gräulich aussieht. Je nach Sojamilch natürlich auch. Und ja, der ist wirklich richtig strahlend weiß. So wie eigentlich auch der Milchreis, den man aus Kuhmilch kennt. Also von der Farbe her würde das wirklich zum Verwechseln ähnlich aussehen. Und dass man bei dem Kokosmilchreis ein bisschen mehr kauen muss, weil da halt diese Kokosstückchen drin sind, die auch nach dem Kochen natürlich ziemlich fest bleiben. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ja, mir gefällt das sehr gut, dass der Milchreis auch ein bisschen Biss hat. Normalerweise ist es ja eigentlich nur eine ganz weiche Masse. Und da hat es ein bisschen Biss drin. Aber wie gesagt, wenn ihr dann lieber Kokosflocken nehmen möchtet, könnt ihr auch die nehmen. Oder ihr könnt den Kokos, also das feste Kokos, auch einfach ganz weglassen und das Ganze nur mit Kokosmilch kochen. Der Kardamom in der Soße ist auch ein bisschen speziell und ja, wenn ihr nicht auf solche Gewürze steht, dann lasst ihn einfach weg. Das gibt dem Ganzen halt so eine ganz leichte indische Note. Ja, vielen Dank an Sensorium für diesen Zutatenwunsch. Ich werde gleich mal den nächsten aus der Box ziehen und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.